Die Kolonisten? Ich verfolge dieses Unterfangen schon seit geraumer Zeit mit großem Interesse. Tapfere Männer und Frauen sind das, die Curtas einen großen Dienst erweisen. Denn wenn erst ein voll befestigter Außenposten in Mordona steht, werden die Galear es sich zweimal überlegen, erneut hier einzufallen. Und dich an ihrer Seite zu wissen, ist umso beruhigender. Niemand soll sagen, das Haus Fortor würde die Bemühungen seiner Freunde nicht zu schätzen wissen. Oder vergessen, was es ihnen schuldet. Genau deshalb haben wir auch Hilfsgüter nach Geisterzoll geschickt. Dass diese von Heretikern abgefangen wurden, ist mehr als bedauerlich. Doch es war fast abzusehen. Denn täglich nimmt die Zahl von Wegelagerern zu. Ihr organisiertes Vorgehen in letzter Zeit schreiben wir ihrer Anführerin zu, der ruchlosen Eisherz. Leider wissen wir so gut wie gar nichts über diese Frau. All unsere Nachforschungen liefen bislang ins Leere. Wohl aber ist uns bekannt, dass die Heretiker fast ehrfurchtsvoll von ihr sprechen und lieber in den Tod gehen würden, als sie zu verraten. Normalerweise agieren diese Fanatiker eher unkoordiniert. Ich wage gar nicht mehr auszumalen, was sie mit vereinten Kräften noch alles anrichten könnten. Bis nach Camp Drachenkopf haben sie sich bislang nicht getraut. Doch westlich von hier werden sie immer häufiger gesichtet. Ein Besuch der Weißen Felsfront könnte dir Aufschluss bringen. Bist du bereit, die Reise auf dich zu nehmen? Halones Segen sei mit dir! Ich gebe es nur ungern zu, aber ihr Abenteurer seid meinen Landsleuten im Kampf gegen solche Schlitzohren weit überlegen. Wären die Gegner Drachen, dann sähe die Sache wahrscheinlich anders aus. Nein, wirklich, ich könnte mir keinen besseren Beistand wünschen. Du hast bereits viel für unser Haus getan und ich bin mir sicher, dass schon bald neue Heldenlieder über dich zu singen sein werden. Solltest du etwas herausfinden, dann berichte mir bitte davon. Ein warmes Herdfeuer und unsere Gastfreundschaft erwarten dich hier zu jeder Stunde. Du kommst wie gerufen. Just in diesem Moment war ich in Gedanken bei dir und deiner Aufgabe. Und was ich mir ausmalte, waren blutige Schlachtszenen. Doch das sind lediglich die ausufernden Fantasien eines Mannes der Waffen. Also sprich, was hast du über Eisherz herausgefunden? Interessant. Am Schneekleid hast du sie gesehen, sagst du? Dieser Ort war im ganzen Hochland am schlimmsten von den klimatischen Veränderungen betroffen. So unwirtlich sind die Bedingungen, dass wir die Schneekleid-Felswand noch immer nicht gänzlich erforscht haben. Könnten die Heretiker in dieser kalten Einöde ein Versteck errichtet haben? Mich dünkt, wir müssen unsere Suche intensivieren. Nun, über ihre geheimnisvolle Anführerin Eisherz wissen wir jedenfalls noch immer nicht viel. Sie muss über große Führungskraft und Ausstrahlung verfügen, um diese Fanatiker unter ihrem Banner einen zu können. Gerne würde ich ihr an deiner Seite nachspüren, doch ich fürchte, damit würde ich meine Kompetenzen überschreiten. Die Pflicht verlangt von mir, mich an die Inquisitoren zu wenden und um Aufklärung des Falls zu bitten. Dem guten Ruf ihrer neuen Führung nachzuurteilen, wird man dort sicher die richtigen Maßnahmen ergreifen. Eisherz' wahre Identität mag uns noch immer verborgen sein, und doch hast du uns einen wichtigen Hinweis geliefert. Manchmal reichen kleinste Erschütterungen, um eine Lawine auszulösen.
Was die gestohlenen Hilfsgüter für Geisterzoll betrifft, ich habe bereits eine neue Lieferung in Auftrag gegeben. Die Arbeiten dort sind zu wichtig, als dass wir uns von kleinen Rückschlägen wie diesen vergrämen lassen dürften.